sind zwei Motive, die dazu geführt haben, dass ich auf der Welt bin. Das eine ist mein Onkel, ein Witwer, der Fabriken in Brünn hatte und der einen erben wollte. Das andere ist meine Mutter selber, die jeden Tag den Hausarzt bei sich gehabt hat. Und der Hausarzt hat eines Tages gesagt, Frau Fischer, ich habe keine Zeit mehr zu kommen, kriegen Sie ein Kind und geben Sie mal Ruhe. Der Professor, der Vater, der Sohn, der Hypochonder, der Jud, der getaufte Jud, der Kapitän seiner Fußballmannschaft. Na, wer ist da der Sindelar? Ich war ein großer Verehrer des Wunderteams. Und ich habe auch selbst Fußball gespielt auf der Schmelz. Und wenn wir da nach einem Match über die Schmelz gegangen sind, haben die Buben Saujud geschrien und Steine geworfen. In Shanghai im Konzentrationslager, also Konzentrationslager im ursprünglichen Sinn, als Boxmeister, Mittelgewichtsboxmeister von China. Lauter so wichtige Leute. Ich hoffe, wir werden uns nicht blamieren. Aber wozu? Was hast du denn überhaupt vorbereitet? Ja, ein Referat über den Vergleich zwischen Freuds Wien und Wittgensteins Wien. Und was liest du nächstes Semester? Ja, da habe ich viele Sachen. Das Dissertantenseminar natürlich. Da sind die Hälfte der Leute zu gescheit und die andere Hälfte zu blöd, um was zu schreiben. Und dann habe ich diese Lehrveranstaltungen über die Weltanschauungen des Wiener Fernis Jäckel. Das ist diesmal eine einzige Feier. Der 50. Todestag von Freud, dann der 100. Geburtstag von Wittgenstein, von Hitler und von der Sozialdemokratischen Partei. Gestern hat mich wieder diese Rote angerufen. Welche Rote? Na, die mich immer anruft, um mir zu sagen, dass sie nicht mit mir sprechen will. Sie ruft mich an, um mir zu sagen, dass sie mich nicht sprechen will. Verrückt. Mir ist schlecht. Ich habe zu viel zusammengefressen.